Hallo, liebe Zuschauer. Leute, ich melde mich ganz kurz außer der Reihe zu Wort. Diese Woche gibt es wieder keine Folge. Wir kämpfen immer noch mit der Folge Zeugen der Vergangenheit Teil 19, 1976-77. Ich habe schon die ganze Woche Urlaub und arbeite schon die ganze Woche jeden Tag bis zu 12, 14 Stunden an dieser Folge. Das ist kein Witz. Ich habe noch niemals so viele Kameraeinstellungen gedreht und ich habe noch nie so viel Zeit in den 70ern verbracht. Leute, aber es ist eine richtig coole Zeit. Wirklich, also ich laufe ganz gechillt rum und ich sehe das Leben vollkommen easy, ey. Und Peace, Leute. Ah, Leute, es macht einen Haufen Spaß, es ist sehr viel Arbeit, aber leider haben wir die Folge noch nicht fertig bekommen. Tausende von Kameraeinstellungen. Weiß Gott, wie viel Material wir zusammen haben. Wir packen jetzt alles da zusammen in Pakete und wir sind immer noch nicht fertig. Aber ich will euch nicht ganz ohne Film ins Wochenende gehen lassen. Deswegen, Leute, gibt es heute wieder einen Ausschnitt. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt in das Reich der Schlaghosen und der Klamotten der 70er Jahre. Ich übergebe jetzt an unsere gute Fee Judith Hildebrand, die ist hier oben zu sehen, unser guter Engel. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt an unsere gute Fee Judith Hildebrand. Und kommt mit in den DeLorean. Wir reisen zurück ins Jahr 1976. Aktiviere mir den Fluxkompensator. Bevor wir starten, will ich euch ganz kurz mal hinter die Kulissen mitnehmen. Das hier ist zum Beispiel jetzt die fertigen Blöcke für Zeugen der Vergangenheit Teil 19. Und das müsst ihr euch mal anschauen. Alleine die Rubrik Spielzeug umfasst 39 Minuten. Rubrik Fernsehen ist doch nicht fertig, die muss doch geschnitten werden, aber den kleinen Orion-Fernseher haben wir schon verfilmt. Und es kommt wirklich einfach alles dran, was ihr euch vorstellen könnt. Da Uhren zum Beispiel, dann haben wir auch noch natürlich, wo haben wir sie denn? Oh, jetzt muss ich gerade mal selber gucken, oh, ich bin schon viel zu lange auf. Dann Küchengeräte, dann die Mofas, Möbel, Klamotten, einfach alles. Hier habe ich gerade mal einen Ordner geöffnet. Das Material muss noch geschnitten werden, ist noch nicht fertig gedreht. Hier seht ihr zum Beispiel, wie oft man manchmal etwas machen muss, bis es mal funktioniert. Hier sind wir in der Rubrik Fernsehen. Kommen wir nun zum Thema Mode. Ihr wisst ja, was Mode heißt. Männer opfern das Ersparte. Herzlich willkommen bei der Damenmode des Jahres 1976-77. Die Mode der 70er Jahre war eine ganz außergewöhnliche Mode und passte auch zu dieser revolutionären Zeit. Sehr ungewöhnlich und einmalig. Wie ihr sehen und hören könnt, werde ich schon etwas ruhiger. Das Problem ist halt, ich kenne mich in Sachen Mode überhaupt nicht aus. Deswegen beschränke ich mich einfach darauf, es euch zu zeigen. Auch hier ebenfalls sehr farbenfroh. Also es ist die, wie nennt man das, das Design, das für die damalige Zeit spricht, was auch wirklich einmalig ist. Selbst in den 80ern war es nicht so. Ich finde immer diesen Kontrast zwischen den frühen 60ern und Ende der 60er. Wenn man dort alte Zeitungen in die Hand nimmt, wie extrem konservativ man Anfang der 60er war und dann Ende der 60er, wie sich die ganze Welt verändert hatte. Wobei die eigentliche Revolution war ja in den 70ern. Die 70er waren eine Art Wendepunkt, auch in der gesamten Gesellschaft. Es veränderte sich komplett alles. Es wurden auf gut Deutsch gesagt alte Zöpfe abgeschnitten und man war offen, auch die ganze Gesellschaft zu verändern. Ich denke mal, das ist eine der interessantesten Zeiten überhaupt, die 70er. Alles war in Bewegung. Statt Jugendmode schrieb man hier Young Club. Man verpasste dem Ganzen ein moderneres Design und eine modernere Sprache. Ja, man machte, was man wollte. Neue Marken kamen auf, neue Lebenseinstellungen, neue Musik, neue Fernsehsendungen. Alles veränderte sich. Ein Arbeitskollege erzählte mir, der auch in den 70er Jahren seine Ausbildung gemacht hat. Als er mit der Ausbildung fertig war, schnappte er sein Mofa oder Motorrad und ein paar Kumpels und sie reisten durch ganz Nordafrika.
ganz ohne. Ja, sie hat ein bisschen Kohle in der Tasche, es hat irgendwie gereicht und sie bereist ganz Nordafrika. Wenn ich die Kommentare meiner Zuschauer aus den 70ern lese, was sie alles erlebt haben, wie viel Emotionen sie damit verbinden, da merkt man erst, wie wichtig dieses Jahrzehnt für die Menschen auch heute noch ist. Oftmals traf das konservative Leben auf modernes Leben und das sorgte natürlich für Reibereien. Ja, ja, für meine Oma war das ein Schock, die 60er und dann die 70er, oh je. Ich will ja von den 80ern gar nicht reden. An die Kopfbedeckung erinnere ich mich noch. Waren die nicht aus Frankreich oder von Frankreich inspiriert? Sorry Leute, in Sachen Mode, da kenne ich mich leider absolut nicht aus. In den 70ern passierte sehr viel. Zum Beispiel startete bei uns Raumschiff Enterprise, nicht so wie viele gedacht haben, in den 60ern. Und nebenbei wurde auch eine gewisse Bundesrepublik Weltmeister bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Und wann war das? Richtig, 1974, und damit setzte sich auch bei uns das Farbfernsehen durch. Die Schlaghosen. Oh mein Gott, die Schlaghosen. Als Kind habe ich die auch tragen müssen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der die 70er voll mitgemacht hat. Und sie meinte, die Schlaghosen gingen bis zum Boden runter und man sollte die Schuhe nicht mehr sehen. Dann habe ich gefragt, waren denn die Hosen nicht permanent schmutzig? Und dann sagte sie, ja, aber das war egal. Das ist eben ein typischer Ausdruck der 70er Jahre, die Schlaghosen. Das ist etwas, das es in der Form nie wieder gegeben hat. Und deswegen absolut Nostalgie pur. Auch die Frisuren. Dieser blaue Dress, das kenne ich auch noch von alten Fotos her. Ja, so ein bisschen Stewardess-Outfit, würde ich mal sagen. Die haben es ja. Die Baskenmütze. Jetzt weiß ich es wieder. Die Baskenmütze. Oh Gott, Leute, ich habe mir gerade echt den Kopf darüber zerbrochen. Die Baskenmütze war's. Nicht vergessen, das durchschnittliche Monatsbrutto betrug damals 2000 D-Mark. Der Bereich Mode ist immer ein bisschen verschachtelt und immer deswegen sehr schwer zu filmen. Aber ich denke mal, das kriegen wir gut hin. Immer wieder schreiben mir ehemalige Mitarbeiter von Quelle, Otto oder Neckermann, die an diesen Fotos mitgearbeitet haben. An dieser Stelle, ich weiß, ich habe schon oft gesagt, ein ganz großes Dankeschön an euch. Ihr habt damit ein Stück Kulturgut geschaffen. Es sind Zeitkapseln, die man auch noch in 100 oder in 1000 Jahren anschauen kann. Die Jeansmode der 70er Jahre. Ja, die berühmten Schlaghosen. Schauen wir uns mal an, was es damals alles gab. Das ist natürlich gleich ein 70-Must-Have. Must-Have, sorry. Die übergroßen Brillen. Das weiß ich auch noch. Ganz dunkel kann ich mich noch daran erinnern, dass viele Frauen oder auch Männer mit diesen riesen Brillen rumgelaufen sind. Was ich so toll fand an den 60ern, 70ern, 80ern, vor allem an den 70ern, man hat alles ausprobiert. Man hat auch in Sachen Mode experimentiert. Und heute ist oftmals irgendwie alles so, na, wie soll man sagen, so steril und eintönig. Man war bereit, Neues zu wagen. Es gab keine Grenzen. Man experimentierte einfach. Und viele der Ergebnisse sahen auch gut aus und manche, naja, eine Zottel-Jeans-Jacke hier rechts im Bild. Das habe ich auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehört, diesen Begriff. Oh, da kommen so viele Erinnerungen hoch. Also, so eine Jacke habe ich auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Guckt euch das mal an, eine Jeansjacke. Ich glaube, das sind Holzknöpfe, so Holzstifte, wo man damals zugemacht hat. Oh Gott, mein Gott, wie lange habe ich diese Holzverschlüsse nicht mehr gesehen? Das ist ja seit meiner Kindheit. Das ist wirklich definitiv die 70s. Ja, das finde ich jetzt definitiv interessant. Die Schlaghosen unten mit Fransen. Naja, da musste man doch nur eine Weile rumlaufen. Aber guckt euch das mal an. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Damals wie heute kratzten die jungen Menschen ihre letzte Kohle zusammen, um sich das neueste Outfit gönnen zu können.
Leute, es war ja auch damals gerade die Disco-Welle am Anlaufen. Filme wie Saturday Night Fever mit John Travolta beherrschten damals die Kinocharts. Und natürlich Star Wars 1978. Ich habe jetzt mal wieder den schwersten Job, denn ich muss aussuchen, was ich euch zeige. Tweet und Cord, oh je, das war damals auch sehr, sehr weit verbreitet. Mark oder 98 Mark, das war natürlich schon sehr viel Geld damals. Vor allem, wenn man damals in die Lehre gegangen ist oder Student war. Der Kordstoff. Ich hatte damals eine Kordhose. Das war einfach nur die Kordhose. Ah, sorry Leute, aber ich bleibe einfach bei meinen Jeanshosen. Da gab es so viele Versuche mit Stoffen und allem. Ja, da erinnere ich mich noch, gerade Ende der 70er, Anfang der 80er. Kommen wir nun zu den weltberühmten Schlaghosen. Die Schlaghose, ich frage mich sowieso, wer hatte eigentlich die Idee damals dazu? Und vor allem, wie hat es das geschafft, dass es sich so weit verbreitet hat? Wenn ich oft Filme aus den 70ern sehe, so alte Bruce Lee Filme, habe neulich einen gesehen und da sieht man auch die Schlaghosen, das sieht sowas von cool aus. Bruce Lee. Oh Mann, also Leute, als erstes kam Bruce Lee, dann kam Jackie Chan. Die Outfits waren schon interessant, guckt euch mal die Falte an. Ja Leute, das ist, wie gesagt, die 70er waren einfach eine einmalige, wunderschöne Zeit. Auch hier wieder alles wunderschön bunt. Das ist das, was ich heute ein wenig vermisse. Bei uns ist irgendwie alles grau in grau. Warum gibt es bei uns keine bunten Laptops? Ich sehe die nirgendwo. Immer nur schwarz, grau und vielleicht mal ein weißer. Die legendären Hosenanzüge der 70er Jahre. Und natürlich die übergroße Brille, die darf natürlich nicht fehlen. Schreibt mir mal unten rein, was ihr für coole Klamotten in den 70ern hattet. Leute, Vintage-Klamotten sind heute sehr gefragt. Lady-Mode in Marine und Weiß. Die beliebten klassischen Farbkombinationen, die immer modisch ist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Blau mal eine Zeit lang ganz arg in und in Mode war. Das war auch schon sehr lange her.
sehen wir uns nun die Cocktailmode der 70er Jahre an. Das ist jetzt wieder einer von diesen Augenblicken, wo es sehr schwer ist zum Filmen. Aber ich möchte den Katalog nicht beschädigen. Aber ich denke, man kann es lesen. Hier ein Hauch der 20er Jahre, der goldenen 20er. Die Wintermäntel des Jahres 1976-77. Da gab es noch richtig Winter. Also den Kollegen, den bestelle ich gleich. Der würde sich bei mir im Garten richtig wohlfühlen. Preiswerte Modelle, in denen Sie sich wohlfühlen. Tweed und Loden. Mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, die vermissen die alten Kataloge. Sie waren wesentlich übersichtlicher als Internetportale und man konnte sie überall hin mitnehmen und brauchte kein WLAN. Die Kataloge sind heutzutage sehr selten und teilweise auch sehr, sehr teuer und es sind wunderbare Erinnerungen an früher. Früher waren ja fast überall die Handschuhe schon Pflicht. Ich weiß noch, früher meine Oma hat auch immer Handschuhe angehabt. Ja, das ist heute schon fast vergessen. Nicht nur kältebedingt, sondern es gehörte einfach, es war ein modisches Accessoire. Man ging nicht ohne Handschuhe aus dem Haus. Es machte allgemein so einen gepflegteren, eleganteren Eindruck. Ja, das auch schon fast vergessen. Jetzt kommen wir wohl zu dem umstrittensten Kleidungsstück überhaupt, den Pelzmänteln. Aber keine Sorge, das hier sind Pelzimitate bzw. Nerzimitate. Die Imitate waren natürlich deutlich günstiger als echte Pelzmäntel. Und ja, in den 70er Jahren, da war das ja noch richtig trendy. In den 80ern begann ja auch, sagen wir mal so, ein bisschen das Umdenken im Bereich Pelz. Oh ja, da gab es harte Diskussionen. Leder 1976.
Ihr kennt ja die Regel. Wenn ihr euch etwas ganz genau durchlesen möchtet, drückt einfach den Pause-Button. Und jetzt kommen wir zum umstrittensten Kapitel in diesem Katalog. Den echten Pelzmänteln. 2790 D-Mark. Das war natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Ich weiß noch, meine Oma hatte auch einen Pelzmantel. Und wir haben mit ihr heißeste Diskussionen geführt. Und die war so stolz auf ihren Pelzmantel. Ja, das waren halt die Konflikte der damaligen Zeit. Und selbst heute noch erhitzen sich die Gemüter sehr schnell daran an der Pelzdiskussion. Deshalb finde ich auch diese Kataloge so interessant. Es sind einfach Zeitkapseln und Botschafter ihrer Zeit, komplett unverändert, so wie es damals war. Also als Kind dachte ich immer, dass man den Pelzmantel falsch rumträgt. Eigentlich sollte ja der weiche Teil nach innen sein. Reinigung und Aufbewahrung von Pelzen ist natürlich aufwendiger als bei normalen Kleidung. Bei einer Haushaltsauflösung habe ich auch mal zwei Pelzmäntel gefunden und die waren komplett voll mit Motten. Eigentlich bestanden sie nur noch aus Motten. Ich habe sowas in meinem Lebtag noch nicht gesehen. Die lagen in so einem speziellen Karton, in so einer speziellen Kiste. Wieder die traditionelle Baskenmütze. Ja, die ist heute fast verschwunden. Stimmt noch, ich weiß noch, ich erinnere mich noch als Kind, da hat die fast jeder getragen. Also jede Frau. So, aber jetzt wollen wir uns mal sportlich betätigen. Es geht raus in den Schnee und auf die Skier. Die Skimode. Und auch hier wieder wunderschön bunt. Typisch 70er. Ah, das habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Auf der linken Seite seht ihr den Reißverschluss am Ärmel. Ja, ich hatte als Kind auch so eine Jacke. Ich wusste nie, wozu der da war. Aber ich möchte ausdrücklich betonen, da gab es keine Schlaghosen. Die Hosentaschen sehen auch cool aus. Blau die Hose und der Reißverschluss grün. Das ist das, was mir in den 70ern so gefällt. Schaut es euch an. Farblich immer kunterbunt. Und die Skier hatten selbstverständlich die gleiche Farbe wie der Anzug. Naja, es darf ja auch nicht anders sein, oder? Sorry, ich muss jetzt den Witz ablassen. Da zieht einer seine Skischuhe im Sommer an und dann fragt ihn der Kumpel, hey, was machst du mit den Skischuhen im Sommer? Ich gehe joggen. Die Modezeitschrift Petra empfiehlt diesen flotten Skianzug. Dann wollen wir uns doch mal kurz anschauen. Für 179 D-Mark konntet ihr diesen coolen Skianzug euer eigenen. Selbstverständlich gab es auch noch was anderes außer die Baskenmütze. Jede Menge Kopfbedeckungen. Meine Damen, zum Glück ist der Moderator von Zeugen der Vergangenheit modeunabhängig.
Meine Schimanski-Jacke und mein Hut gehen immer. Also, ich kann mir einfach nicht helfen. Dieses Model erinnert mich extrem an Joan Collins, das Denver Beast Alexis. Das Kopftuch. Ich weiß, meine Oma ging nie aus dem Haus ohne eine Mütze, einen Hut oder ihr Kopftuch. Das war seinerzeit noch sehr, sehr weit verbreitet. Ist das nicht nett, wie mich die ganzen Damen ganz freundlich anlächeln? Schaut euch mal die diversen Mützen an, die es damals gab. Dieses kunterbunte Orange, Gelb, Weiß, Grün, Rosa, Rot, Grau, Blau, alles. Ja, die Dreieckstücher, die waren auch sehr weit verbreitet. Galten wohl ein bisschen als Ersatz für eine Jacke oder... Ja, es gehörte einfach irgendwie auch dazu. Ich weiß, auch in den 80er Jahren gab es die noch oft. Viele hatten mich ja gebeten, die Mode etwas ausführlicher zu behandeln. Und das mache ich ja auch. Bloß Leute, ich kann euch leider keine Fachinformationen geben. Nee, sorry, das ist leider nicht mein Fachgebiet. Ich weiß natürlich, dass meine Schimanski-Jacke immer geht. Die ist modisch und zeitlich unabhängig. Und mein alter Bundeswehrhut sowieso. Ich zoome immer extra ein bisschen rein, dann könnt ihr auch die ganzen Muster und die Verarbeitung besser erkennen. So, jetzt Hitler. Wenn man so viel Geld ausgibt, muss man natürlich auch Schafferganger, ich meine arbeiten gehen. Und kommen wir jetzt mal zur Arbeitskleidung. Also diese Kleidung erinnert mich ganz stark an Pippi Langstrumpf. Also ich sag mal ehrlich, diese Taschen habe ich nie verstanden. Wenn man da die Hand reinsteckt, dann muss man die so komisch anwinkeln und das ist äußerst unpraktisch. Exklusive Modelle von Quelle aus wertvollem Edelvelour. Wir verlassen jetzt den Bereich der Damenmode und gehen zum nächsten Thema.